April 1948, ein Bus erreicht Haus Posen, streng bewacht von amerikanischer Militärpolizei. An Bord 12 Währungsexperten. Unter strengster Geheimhaltung beraten sie anderthalb Monate hinter verschlossenen Türen über die Währungsreform nach alliierten Plänen. Heute betreut Bernd Niesel das Museum im Haus. Er kennt die ganze Geschichte von den Anfängen der D-Mark, die in diesen Holzkisten nach Deutschland kam. Es war eine logistische Meisterleistung, die die Amerikaner später so definierten, das sei ihre größte Transportleistung seit der Landung in der Normandie gewesen. Die Geldkisten selbst, wie diese hier, die hatten den Decknamen Doorknob. Wir kriegten also mit 23.000 Kisten dieser Art Türgriffe nach Deutschland. Das Geld selbst ist dann auf 8 Schiffe verteilt von Amerika nach Bremerhaven gebracht worden, dort umgeladen auf Eisenbahn, dann nach Frankfurt unter Bewachung transportiert. An diesem Konferenztisch bereiteten die deutschen Experten die Einführung der D-Mark vor. Der 1996 gestorbene Ökonom Hans Möller gehörte dazu. Die Kaserne war, wie eben alle Kasernen wohl auf der Welt sind, für die älteren Herren war das natürlich nicht gerade das, was sie sich erträumt hatten, als sie sich bereit erklärten, in dieses Konklave einzutreten. Im Konklave von Rotwesten wurde unter Hochdruck gearbeitet, unter Aufsicht des amerikanischen Volkswirts Edward Tenenbaum. Anne Rüther vom Währungsmuseum sieht in ihm die treibende Kraft für den Erfolg der Währungsreform. Das war also unter Top Secret, unter höchster Geheimhaltung hat man versucht, diese Währungsreform also auf den Stichtag fertig zu haben. Denn es hing ja sehr viel davon ab. Und die Londoner Sechs-Mächte-Konferenz hatte schon Empfehlungen ausgegeben, dass die Westzonen zu einem eigenen Staat verbunden werden sollten. Und das war aber alles nur unter dem Vorbehalt, dass die Wirtschaft hier wieder in Gang kam. Und dafür brauchte man eine neue Währung. In sogenannten Hamsterzügen fuhren Hunderttausende aufs Land, um gegen Schmuck und Wertsachen Lebensmittel einzutauschen. Daneben florierte der Warentausch und der Schwarzmarkt, dessen bevorzugte Währung amerikanische Zigaretten waren. Für die noch gültige Währung, die Reichsmark, war kaum etwas zu bekommen. Sie war fast nichts mehr wert. Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens, das in Rotwesten geschrieben wurde, kam am 20. Juni 1948 die D-Mark in Umlauf. Als Papiergeld. Ohne Signatur, ein Provisorium, mit dem sich die Deutschen erst anfreunden mussten. Man ging dann, nachdem man das neue Geld hat, versuchsweise mal einkaufen, ob man dafür überhaupt was kriegt. Und siehe da, man bekam etwas. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Die Eingeborenen von Trizonesien, wie die Einwohner der drei Westzonen in einem Schlager genannt wurden, standen am 20. Juni 1948 zu Tausenden Schlange. Jeder erhielt zunächst 40 und später noch einmal 20 Mark. Und plötzlich waren über Nacht die Schaufenster und Stände wieder voll. Von diesem Neuanfang erzählt bis heute das Währungsmuseum im Haus Posen. Abgelegen im Wald bei Rotwesten.